Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Space Age. Die letzten beiden Folgen haben wir mehrheitlich remote im Weltall verbracht. Und darum denke ich, ist es an der Zeit, hier unten etwas aufzuholen. Zuerst schauen wir mal die Forschung an. Und wenn ich da so in die rote Forschung rein, oder die Forschung reinschaue, die wir noch nicht freigeschalten haben, dann sehe ich hier, da gibt es einige, die sich einfach hinter ein paar Dingen verbergen, von denen ich nicht weiß, wie kommen wir da überhaupt an. Aber ich habe so den Verdacht, ein guter Teil versteckt sich hier hinter diesen Planeten und dafür brauchen wir erstmal den, was ist das? Den Raketenantrieb. Triebwerke für Raumplattformen. Ja, dann machen wir das mal. Wir können dann auch die Covarex-Anreicherung machen. Die vier Module. Und dann machen wir hier noch die Bremskraft. Und das sollte die Forschung für etwas beschäftigen. Was wir inzwischen erforscht haben, ist hier Logistiksystem. Sprich, wir können hier ein paar Anbieterkisten machen oder Anfragekisten und Anbieterkisten. Und das wird auch der Punkt sein, wo wir uns heute mal darauf konzentrieren. Wir brauchen wahrscheinlich einiges an Kisten und wie wir sehen, Stahl ist nicht unbedingt das, wovon wir am meisten haben. Denn das Ziel von heute ist zum einen mal ein Logistikzentrum, wo wir die nötigsten Dinge mit Robotern herstellen, aber dann auch hier entlang unseren Mauern ein System aufbauen mit Robotern, Baurobotern und Reparaturpacks, so dass die Mauern repariert werden können. Denn hier gibt es bereits Stellen, die nicht mehr ganz 100% sind. Aber der erste Schritt wird hier sicher mal sein, dass wir hier bei unseren Förderbändern hier einfach mal die Dinge einstellen müssen, die wir vom Band saugen wollen. Und da beginnen wir einfach mal mit den Grundprodukten. Und zwar mit Anbieterkisten. Was war das für eine? Das waren Ziegelsteine. Das heißt, das hier ist dann Kupfer. Und so weiter. Hier haben wir schon mal den Anfang von unserem Logistikzentrum. Und etwas, wo ich immer zuerst anfange, ist quasi Replizierung. Das heißt, wir brauchen Stahlkisten. Wir brauchen dann die roten Kisten. Wir brauchen die blauen Kisten.
Und da fordern wir gleich mal an. Und dann haben wir das. Dann brauchen wir die Roboter selber. Das heißt, hier brauchen wir die Maschinen hier, die Motoren. Und dafür brauchen wir dann auch Zahnräder und Rohre. Und wenn wir Rohre haben, dann machen wir gleich auch noch die Untergrundrohre. Dann nach den Motoren kommen die Elektromotoren. Und da brauchen wir Schmiermittel. Das heißt, das holen wir uns dann hier vom Bus. Einmal umleiten bitte. Und mit den Motoren können wir dann die Flugrobotergestelle machen. Dann bringen wir all das auch noch an den Start. Und dann werden wir hier ein System haben, wo wir zusätzliche Logistik- und Bauroboter ins System einfügen, wenn wir zu wenig haben. Nach den Flugrobotergestellen brauchen wir dann natürlich die Roboter selber. Beide Varianten und die Robopods. Da haben wir auch dann alles, was wir benötigen. Und dann wird es hier unten interessant, denn hier oben haben wir das Ganze, die ganzen Förderbänder und Greifarme und so mit Fließbändern gebaut. Das ist, was ich typischerweise mache. Aber ich probiere das mal so. Die schnellen Greifarme, die langen Greifarme und die Massengreifarme. Und dann haben wir die gelben Fließbänder, die gelben Untergrundbänder und die gelben Teiler. Und dann das gleiche in Rot. Und rote Untergrundbänder. Und die blauen, die machen wir hier oben. Denn dafür brauchen wir Schmiermittel, welches wir hier oben ja schon haben. Und nun ist es im Wesentlichen an der Zeit. Wir müssen hier etwas abwarten, bis wir da mehr Materialien hinbekommen. Was Sie auch sehen, uns fehlen ein paar Maschinen. Dann werden wir die doch gleich hier noch fabrizieren. So, so und so.
Und sobald wir die Kisten haben, können wir hier, da wo wir ein Umspannwerk haben, da müssen wir dann die Kiste hier auf dieser Seite platzieren. Habe ich noch nicht gemacht. Aber hier ist es mehrheitlich eine Frage der Zeit, bis wir hier alles funktionierend an den Start bringen können. Und ich habe hier schon mal mein Setup eingerichtet. Vielleicht machen wir hier noch einen zusätzlichen Tab, wo wir sagen, okay, gib mir 50 von denen, 50 rote Kisten und 50 blaue Kisten. Die Greifarme, die habe ich bereits. Und jetzt sehen wir, ja, das funktioniert so. Und da hinten. Gut. Vielleicht. Das ist vielleicht der wichtigere Greifarm. Und hier, die roten Kisten, die sind alle so eingestellt, dass sie per Default einen Stapel nehmen. Aber es gibt hier sicher einige Dinge, von denen können wir mehr als einen Stapel brauchen. Vielleicht nicht überall gleich viel. Aber wir werden das individuell anpassen, denn wir möchten ja auch verhindern, dass wir zu viel Ressourcen verbrauchen für Dinge, die wir gar nicht benötigen. Inzwischen haben wir so einiges am Start. Aber möglicherweise war es eine Fehlüberlegung, hier die Förderbänder mit an den Start zu bringen, denn die fressen einiges an Zahnrädern, sodass wir hier letztendlich erst 150 blaue Förderbänder haben. Rote haben wir etwas mehr, aber gelbe haben wir überhaupt keine. Also das heißt, da werde ich vielleicht das bisherige Setup hier unten irgendwo replizieren. Aber das, was wir nun machen möchten, ist zum Abschluss hier ein paar Dinge in unseren Wagen einladen. Hab da schon mal begonnen. Und dann werden wir rundherum fahren an unserer Mauer und da Netzwerke platzieren, welche den Schaden reparieren können. Und komischerweise, diese Ecke wird immer angegriffen, aber ich habe keine Ahnung, von wo die Angriffe kommen, denn hier auf dieser Seite sind wir recht gut, was Verschmutzung anbelangt. Ich würde eher Angriffe hier an dieser Mauer oder irgendwo in dieser Gegend erwarten. Inzwischen bin ich bei der meist angegriffenen Mauer angekommen und wenn wir einen Blick auf die Karte werfen, können wir sehen, ich habe
bereits alle Mauern rundherum mit Logistik, Roboports versehen. Und das hier ist die letzte. Und da machen wir das mal so, dass wir den grünen Bereich gerade noch so drin haben. Für den äußersten Teil. Dann können wir etwas an Roboparts sparen. Wir packen hier 100 Reparaturkits rein und 25 Bauroboter. Und die machen kurzen Prozess mit der Reparatur. Und dann muss ich hier einfach die Roboparts so platzieren, dass wir hier ein kontinuierliches Netz haben, weil dann können die Bauroboter vom einen Ende zum anderen gelangen, wo sie gerade benötigt werden. Und damit, ja, da sehen wir, da gibt es ein paar Nester, die sind recht nahe an unserer Mauer. Und irgendwann werden wir wahrscheinlich da entweder ausbrechen müssen, weil wir einen Außenposten brauchen, oder uns sonst darum kümmern und vielleicht die Mauer expandieren, um zusätzlich Land für unsere Basis zu gewinnen. Aber mit diesem letzten Stück sind wir nun mit der Mauer rundherum durch. Und vielleicht sollten wir auch hier... Wenn ich das in der Blaupause update, dann habe ich in jedem Segment einen Roboport, was etwas zu viel ist, denn die sind recht teuer in der Herstellung, zumindest momentan, wo wir immer noch etwas mit damit kämpfen, dass wir zu wenig Eisenzahnräder haben. Aber das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wo wir uns hier unten einem anderen Thema annehmen.